Wechseln von einem kompletten Achsschenkel hinten. So, wie man hier sieht, ist der Achsschenkel in einem Zustand. Direkt einmal sich geben. Boah, das ist schon krass. Ja, der Zustand ist bemitleidenswert. Also da ist nicht mehr viel zu machen. Das heißt, der muss runter. Das bedeutet als allererstes Reifen runter und dann mal den Kotflügel abnehmen. Kleiner Tipp noch im Voraus, wenn ihr keinen Schlagschrauber habt, es wäre an der Stelle bereits sinnvoll, dass einer auf die Bremse steigt und der andere diese Zentralmutter, die mitten in der Bremsscheibe drin ist, öffnet, solange man die Bremse noch betätigen kann. Weil ohne Schlagschrauber kriegt man das Ding hinterher sonst nicht auf. So, nachdem der Kotflügel abgenommen ist, kommt als nächstes der Bremssattel runter. Für diese ganzen Basteleien an den Bremsen beim Twizy oder an den Kotflügeln eignen sich diese Ratschenringschlüssel hervorragend, weil mit keinem anderen Werkzeug kommt man da hinten vernünftig rein. So, wenn die Bremse abgebaut ist, in dem Fall hier haben wir gleich noch den Bremssattel mitgewechselt, weil die Handbremse nicht mehr richtig funktioniert hat. Der Handbremshebel hat nicht mehr zurückgestellt. Was ganz nett ist, damit die Bremsflüssigkeit nicht ausläuft und alles versaut, gibt es da so spezielle Geräte, mit denen man das Auslaufen der Bremsflüssigkeit verhindern kann. Die gibt es bei IKEA. Die nennen sich IKEA-Bleistifte und die funktionieren hervorragend. So, und nichts läuft mehr raus. So, als nächstes kommt die Spurstange. Ja, ich habe immer mit dem Schrauben auf- und zumachen meine kleinen Herausforderungen. Sollte sich der Spurstange, die Schraube von der Spurstange mitdrehen, dann müsst ihr einen Schraubenschlüssel nehmen und von oben mit einem Torx gegenhalten. Beim Rausschrauben geht es normalerweise, beim Wiedereinschrauben dreht das Ding üblicherweise mit. So, als nächstes kommen die beiden Schrauben, die das Aluminiumteil einmal oben am Dämpfer festhalten und einmal die Schraube unten, die das unten an dem Dreieckslenker festhält. Es ist zu zweit ein bisschen einfacher, weil die Schraube einen relativ flachen Kopf hat und wenn man da mit einer Hand nur arbeitet, von dem Kopf relativ leicht abrutscht. So, zu der unteren Schraube eine kleine Information am Rande. Die untere Schraube ist meistens relativ rein korrodiert. Das heißt, wenn man diese Schraube mal aufgemacht hat oder die Mutter mal geöffnet hat, bringt man die Schraube trotzdem im Normalfall nicht ohne weiteres raus. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, mit einem Durchschlag die Schraube da zu bearbeiten, bis es finster wird oder bis man die Schraube dann endgültig zerdroschen hat. Ich habe da eine Methode entdeckt, die deutlich einfacher ist. Man geht entweder mit der Ratsche oder, jetzt kann man draufhauen, was man will, da passiert genau gar nichts.
Man geht entweder mit der Ratsche oder mit dem Schlagschrauber drauf und dreht die Schraube da unten erstmal einige Male locker, also immer wieder weiter drehen. Und auch ein wenig Kriechöl, WD-40, Moos oder wie das heißt, das Zeug, irgendein Kriechöl, was da praktisch mit reinläuft, macht die ganze Schraube da unten etwas leichter beweglich. Man hat gesehen, allein bis die mal losgebrochen ist, dass man die nicht rausklopfen kann, ist irgendwo verständlich. Also ich habe die Variante mit dem Schlagschrauber dann genommen, die ist wirklich nur zu empfehlen. Weil wenn die Schraube mal sich relativ leicht dreht, dann kann man sie ganz, ganz lässig rausklopfen. So, hier mal ein bisschen Kriechöl rein, dass der ganze Schmodder da innen drin sich ein bisschen mitlöst. So, und das ist die schnellste Methode. So, und jetzt geht sie ganz leicht raus. In dem Moment, wo sie sich locker und leicht dreht, kann man sie ganz locker rausklopfen mit dem Gummihammer. So, wie gesagt, wenn man keinen Schlagschrauber hat, dann wäre es zu empfehlen, diese Zentralschraube bereits zu öffnen, solange die Bremse noch funktionsfähig ist. Weil man dann die Bremsscheibe quasi einfach durch das Betätigen der Fußbremse festhalten kann und mit einer Ratsche einfach die Ding aufmachen kann. Mit einem Schlagschrauber geht es halt leichter. So, zur Demontagereihenfolge. Es macht Sinn, als erstes oben das Federbein auszuhängen. Nachdem das Federbein oben ausgehängt ist, kann man nach innen reinlangen und kann die Antriebsachse innen vom Getriebe rausziehen. Innen ist das Teil wesentlich kürzer als das äußere Teil, was in der Bremseinheit im Achsschenkel steckt. Und dann, wenn man es innen rausgezogen hat, kann man es aus dem Achsschenkel rausziehen und rauslegen. Das ist an sich die schnellste und einfachste Möglichkeit, das Ding rauszunehmen. So, das untere Teil rauszutreiben aus dem Sitz, sieht man jetzt hier, ist die Methode, wenn einmal oben das Federbein ausgehängt ist, kann man es nach unten durchschlagen. So, hier jetzt nochmal die Reihenfolge, dass man schön sieht. Unten die sind da. Einmal diese Schraube, das ist die man mit dem Schlagschrauber lockern muss, weil die normalerweise so verrottet ist. Und wenn sie mal raus ist, zack, dann ist sie schon draußen. Also da geht es relativ leicht. Dann hier habe ich die Mutter wieder aufgeschraubt, bevor ich mit dem Hammer drauf haue, damit ich die Schraube nicht so vernöttel. So, hier sieht man jetzt, wenn es durchdreht, dann muss man oben einfach mit einem kleinen Torx-Schlüssel die Schraube festhalten, dann kann man die Mutter gemütlich wieder runterdrehen. War das hier in Schwarzum mit Videra oder war das der Holzfrüh? Holzfrüh, sonst der entgegenkommen Richtung Michelbach rauf. Genau die gleiche Bemalung, dann gibt es nochmal einen. Okay, weil ich jetzt überlegt habe, so, hä? Oh, das ist mir aber dann neu. Ja. Ich muss entgegenkommen, ich habe natürlich nicht prüfen können, weil ich war nicht ganz unterwegs. Ja. Weil da kann man natürlich auch prüfen, aber ich könnte auf der anderen Seite die Maske nuckeln. So, und jetzt sieht man als erstes eben oben das Federbein rausnehmen. Ich glaube schon. Ja, ich habe keine Angst. Jetzt geht man schon runter. Weil wenn wir den draußen haben, ziehen wir die Achse ab. Und dann ziehen wir raus und dann klopfen wir, dann kann man nämlich durch das Loch durch mit der Verlängerung den Ding machen. Den muss man versuchen. Das muss man versuchen. So, zack, das war's. Und jetzt das gleiche in grün, auch wieder reinlangen und die Achse innen am Getriebe abziehen
und einfach links oder rechts, in dem Fall von hier aus gesehen, links ist ein bisschen Platz, wo man die Achse so rausziehen, nach links rüber ein bisschen reinstecken, dann kann man sie aus dem Achsschenkel rausziehen. Und schon ist das Thema erledigt. So, und jetzt kann man von oben mit einem Durchschlag schön gerade auf den unteren Bolzen draufhauen. Und zeigen mal den Grund, warum, wenn man da unten reinklopfen muss, ist das alles so schief, dass man hier seitlich nicht rankommt. Also muss man von hier oben durch. Das ist hier keine Hollywood-Produktion. Das sind nur Doku-Videos. Auf jeden Fall die einzige, die es im Internet gibt über genau diese Arbeit. Bis jetzt. Ja, genau, das ist das Geile dran. Das ist der einzige Grund, warum man es macht. Ja, genau. Stück nach oben. Das ganze Ding, dass das nach unten sich bewegen kann. Jetzt, so halten. So, das war ein Treffer, allerdings ja, nicht auf den, nicht auf die Verlängerung, sondern auf den Daumen. Ja, das tut ein bisschen weh. So, und draußen ist das Ding. Jetzt gibt es mal noch ein kleines Schmankerl. Wenn die Achsschenkel abgenommen sind, kann man schön hinten in den Twizy reingucken. Hier sieht man mal nochmal, wie die Bremsscheibe beieinander ist. Das ist wirklich, ja, spottet jede Beschreibung. Ich dürfte vergessen, was die Dinger kosten. Also mal machst du dann einfach neue Scheiben drauf, aber geht halt auch. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Twizy vom Cliff ist 7 Jahre alt. Also das heißt, die Bremsscheiben, der fährt auch Tag und also Sommer wie Winter jeden Tag in die Arbeit, egal ob bei Salz oder sonst was. Und ja, man sieht es hier hinten am Hilfsrahmen. So sieht ein Rahmen nach 7 Jahren Salz und Winter und Sommer beim Twizy aus. Ich denke, das wird jetzt dann in den nächsten 3, 4, 5 Jahren werden das die ersten Teile sein, die einem wirklich unterm Hintern wegrosten. Dieser Hilfsrahmen da hinten, der schaut teilweise wirklich erschreckend aus. So, jetzt Zusammenbau der ganzen Geschichte. Als erstes den neuen Achsschenkel, das neue Teil wieder draufstecken. Kann man von unten mit dem Gummihammer vorsichtig reinklopfen. Dann gleich eine Schraube durch damit und wieder entsprechend das sichern, dass es nach unten nicht rausfällt. So, die Achse wieder in der Reihenfolge einbauen. Erst wird die Achse in den Twizy praktisch eingeführt, am Getriebe hinten vorbei und vorne in den Achsschenkel eingesteckt und erst danach wieder hinten eingeführt. So, jetzt da hinten, hinten vorbei. So, dann vorne in den Achsschenkel einstecken. Und dann hinten ins Getriebe einhängen. Es tut mir leid, dass man das jetzt hier nicht besser sieht, aber irgendwo bei manchen Arbeiten kann man einfach die Kamera nicht auch noch irgendwo mit dazu mogeln. So, dann alles einhängen. Ja, und alle Schrauben entsprechend wieder anziehen. Oben bitte den Achsschenkel ganz nach oben schieben, dass der wirklich so zack oben auf Sitz ist. Ja.
So, wir haben. Achse ist ein Schlagschraubersatz nicht dabei gewesen in der Größe. Gott sei Dank habe ich einen Raschenkasten, wo es drin ist. So, Zentralmotor wieder festgeschraubt, dann die Bremse wieder anbringen. Mehr, viel mehr. Was viel mehr? Viel mehr. Oh nein, das muss flopsen. Passt auf, wenn ihr die Bremse wieder zusammensteckt, dass diese Faltenbalge sauber abdichten innen, nicht dass die irgendwo frei bleiben. Man muss es einmal ganz zusammenschieben, dann schlupfen die Faltenbalge normalerweise wieder hoch. Nur ganz leicht da unten zurückstupsen. Vielleicht ging es noch ohne, aber nur ganz leicht da unten. So, Bremssattel wieder drauf, Schrauben rein. Interessant ist, bei dem Bremsbelagsatz mit den neuen Bremsbelägen für hinten waren Schrauben dabei, als Ersatz für die Originalschrauben, die zu kurz waren. So, dann kommt der Kotflügel wieder drauf. Ja, dann Rad drauf und das war's. Fertig ist das Tauschen des der Hinterradscheibenbremse.